So, dann machen wir uns mal auf den Weg auf den Planeten. Oh, das Artwork sieht schon mal richtig gut aus. Das gefällt mir richtig gut. Komischer Affe. Kammerjäger, ich wünschte, ich könnte dir das gebührende Jacobs-Willkommen auf Eden 6 geben, aber diese KDK-Teufel sind überall. Ich sitze mit ein paar Überlebenden im Jagdhaus meiner Familie fest. Die Vorräte gehen uns aus und wir sind umzingelt. Ich brauche deine Hilfe. Mach dir keine Sorgen, ich bin unterwegs. Okay, das hier sieht ganz anders aus. Jedenfalls, es sieht sehr, sehr, sehr cool aus und sehr schön hier. Nice, nice, nice. Wow. Diese feigen Fanatiker. Die Jacobs Corporation hat 300 Jahre lang überlebt, aber diese KDK-Teufel haben sich im System breit gemacht wie eine Seuche. Und nur auf Befehl dieser Kalypso-Bastarde. Sie haben meinen Vater getötet, weil er ihnen die Kammer nicht überlassen hat. Und jetzt sind sie hinter mir her. Scheiße. Ein Pflaster ohne Laster, Alter. Nun, es ist geschehen. Schalte Inquisitor Blutflatter und seine Gang aus, um seine Schreckensherrschaft zu Ach, beenden. diese armen Schweine. Hey, Kammerjäger, hier drüben. Ich würde mal sagen, wir holen uns eine Karre und wir untersuchen erstmal hier die Gegend etwas. Ich brauche nämlich Muni und das hier ist perfekt dafür. Bäh. Leicht ekelhaft, aber nun gut, komm. Ich will nicht pingelig sein. Holen wir uns die Karre. Davon gehe ich aus. Drin haben wir Tiere. Ich werde mal kurz gucken, wenn ich irgendwas finde, bleibe ich stehen und sammle die Sachen ein. Da wir noch neu hier sind, kann ich mir in dem Fall schon mal ganz gut. Alter, lauter Maus, was ist los? So. Das ist die Stadt Reliance. Oder sie war es. Heimat unserer besten Waffenschmiede. Außerdem wichtig für unsere Holzproduktion. Wenigstens muss mein Vater nicht mehr erleben, wie alles in die Hände dieser Banditen fällt. Die? Ich bin das Gesicht! Und du, der Esel! Verdammter Esel! Upsi. Noch wer? Gut. Alter, was ist denn das denn wieder? Alles klar. Wir müssen. Ho. Oh. Oh. Okay, das hier ist riesig. Ich würde mal sagen, wir halten uns erstmal an die Hauptmission. Was
zittern und meine Sehnsucht ändern. Ja, ihr müsst nichts ändern, glaub mir. Du findest das Jagdhaus auf dem Gipfel. Wir wehren diese Teufel so gut es geht ab, aber ich schlage vor, du beeilst dich. Naja, das würde ich nicht gerne ausprobieren. Die große Kammer ruft! Jacobs wird bluten! Solange ich eine Jacobs-Schrotflinte halten kann, werde ich Eden 6 nicht kampflos aufgeben. Kommt schon, ihr schlammlutschenden Bastarde! Komm, wir reden ein bisschen. Ja. Weiter, Kammerdieb, was? Schon mal darüber nachgedacht, einfach zu sterben? War die richtige Entscheidung für deine Sirenenfreundin. Ich habe jedenfalls keine Beschwerden gehört. Weißt du, ich bin nicht der Typ für... Doch, werde ich. Weißt du, aufgeben ist das für Feiglinge. Gut, dass du hier bist. Ich weiß nicht, wie lange wir diese KDK-Fanatiker noch hätten aufhalten können. Glaub mir, mit mir könnt ihr alles aufhalten. Die Waffe ist sehr komisch, weil ich keine Schüsse höre. Oh ja. Wainwright Jacobs. Yes, that's Jacob. Ja. Kammerjäger, du hast mein verdammtes Leben gerettet. Ich stehe in deiner Schuld. Reden wir. Nichts zu danken. Ich helfe gerne. So, hier haben wir keine Kisten mehr. Hier noch. Cool. Die Waffe ist komisch. Aber man hört keine Schüsse mehr. Und ist irgendwie sehr ungewohnt für mich. Aha. Hallo. 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 Ich bin Wainwright Jacobs, aber ich fürchte, mehr als meinen Namen habe ich nicht mehr. Diese Teufel haben mir alles andere genommen. Naja, komm rein. Nimm dir ein paar Schusswaffen. Ich habe aus der Privatsammlung meines Vaters genommen, was ich konnte. Er kann sie ja nicht mehr benutzen. Diese Kalypso-Teufelszwillinge haben ihn ermordet und mir alles genommen. Wenn du nicht vorbeigekommen wärst, wäre ich wohl auch schon erledigt. Ich konnte fliehen, aber sie haben meinen Partner, Alistair Hammerlock, erwischt. Diese Teufel nutzen ihn als Faustpfand, bis ich den Kammerschlüssel rausrücke. Und genau darum bist du auch hier, oder? Bingo. Klar. Diese Kammer war über Generationen ein Familiengeheimnis. Wir wollten nicht, dass unser Paradies zerlegt wird, wie Promethea und Pandora. Wo eine Kammer ist, da ist ein Krieg. Aber im Moment habe ich größere Sorgen als mein Familienvermächtnis. Alistair Hammerlock, die Liebe meines Lebens. Wenn sie ihn töten, habe ich nichts mehr. Wenn mein Vater noch atmen würde, würde er mir raten, zu diesen Teufeln zu gehen mit einer Jacobs-Waffe als Verhandlungsführer. Und genau das werden wir tun. Der Kult hält Alistair in einem Gefängnis gefangen, das sie den Amboss nennen. Ich habe schon ein Söldnerteam losgeschickt, um ihn rauszuholen, dann aber nichts mehr von ihnen gehört. Rette Alistair, dann besorge ich dir den verdammten Kammerschlüssel. Okay? Yep. Wollte schon immer die andere Seite eines Gefängnisausbruchs erleben. Sehr gut.
Das Muskelpaket des Teams, Codename Meat Slab, sollte in diesem Moment den Fluchtweg sichern. Er wird beim vorderen Gefängnistor sein. Finde ihn und hol Alistair lebend dort raus. Ich halte die Stellung und beschütze, was von meinen Leuten übrig ist. Viel Glück. Ja, also ich mache mir weniger Sorgen, dass Meat Slab ins Gras beißt. Der Mann ist wie ein Berg und viel wütender. Aber seine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht groß, gerade wenn es gilt, Schläge auszuteilen. Schön, aber ich wollte eigentlich was anderes machen, aber okay. Dann kümmern wir uns darum. Die behalte ich. Ich bin mit der aktuellen Waffe nicht zufrieden. Das muss ich zugeben. Ich bin nicht zufrieden. Ja, 99 Schaden die hier. Ich nehme erstmal die dicke Sniper. Welche war das? Die. Die grüne. Probieren wir die mal aus. Ich will einfach gerne wissen, welche jetzt besser ist. Unser aktueller Schild 700, das heißt, den kann ich verkaufen. Das Einzige, was jetzt gerade noch komisch ist, sind die Sachen, die ich jetzt habe. Hier gibt's kein Schwitzen, sondern Spritzen. Dr. Ed's mobile Klinik. Dass also ein Bug ist, wenn jetzt, nicht jetzt zum Beispiel von einer Ansicht auf die andere wechsle, dann sehe ich einfach links und die richtigen Sachen, was gut ist. Aber rechts im Inventar springt er jedes Mal. Hey, wie gefällt dir das Paradies? Ich dachte, die Heimat der Jacobs Corporation wäre weniger, tja, wie soll ich sagen, dreckslöchrig? Gefährlicher Ort, dieses Eden 6. Erinnert mich an zu Hause. Dieses Marley-One-Sponsoring war ein Reinfall, aber wir halten uns an Katagawas Mordtagebuch. Dieses Mal bin ich also bampfartig zum Abendessen reingeplatzt und habe den Boss von Jacobs ausgesaugt. Bumm, erledigt. Hab stattdessen eine loyale Marionette installiert und die ist eine Nummer für sich. Eine echte Eiskönigin. Sie kümmert sich ums Geschäft und sorgt bei den Einheimischen für Ordnung. Ah, noch ein reiches Miststück an der Spitze. Wie schön. Ich dachte, wir kämen höher. Das arme Würstchen wurde gegrillt. Oh ja. Und mit Recht. Problem ist, wie komme ich wieder hoch? Problem ist, wie komme ich hier hoch? Wenn wir schon mal hier sind. Mach schnell, Gesell. Schwing deinen Outrunner in die Lüfte und zeig deine Verkünste. Bremsstreifen bei dir was Gutes? Dann ist es Zeit zu fahren. Ich bin Prisa. Hüpfe in den Outrunner und lass uns Gas geben. Wir haben einen Fahrer. Wenn du beweisen kannst, dass du der Sultan der Stunts bist, wirst du der offizielle Fahrer von Wagloop. Wagloop, mach hin. Nein, Bremsstreifen, sowas habe ich in der Hose. Sterben. So, das war's. Freunde. Hier ist noch irgendetwas anderes, was ich nehmen muss.
Und zwar ist das für Claptrap. Ne, hier irgendwo. Oh. Ne, jetzt wieder hoch. Hä? Oh Gott. Dino, wenn du wissen willst, was gesund ist, lass das. Nee, hier ist was. Hier ist irgendwo was. Das mache ich jetzt mal kurz, weil das lohnt sich für uns. Hallo. Okay, was gibt's hier? Freut mich zu hören. Alles klar. Damit hätten wir das aufgedeckt. Und was wir da haben. Das sind so kleine Achievements. Und die will ich gerne machen, wenn ich die antreffe. Aber ich mache jetzt nicht unbedingt alle. Geht das hier hin? Nee. Das ist hier unten. Gut. Dann sind wir hier richtig, ne? Will ich mal hoffen. Nun gut, ich schaue mich mal kurz hier um, ob hier nicht irgendwo Munition liegt. So. Weil die Waffe, die wir jetzt haben, ist so, naja. Hatte bessere. Wir müssen auch noch ein bisschen Level höher warten, bis wir die benutzen können. Weil das ist ja nicht gerade ideal für uns jetzt, aber egal. Dann warten wir halt. Wo sind wir denn hier gelandet? Habe ich was zum Verkaufen? Ich sag mal spontan nein. Das Team, das ich reingeschickt habe, antwortet immer noch nicht. Da muss was passiert sein. Mach das Tor auf, Kammerjäger. Mach ich gerne für dich. Suchen und ihm einen verkovianischen Schinken mitbringen, um der alten Zeiten willen.
Aslan meinte, er würde für Verschwörung zum Diebstahl einer Kammer sitzen. Das letzte Mal hatte ich Aslan auf Skywell gesehen, wo er mich töten wollte. Ich hatte mir sein Schiff gekrallt, also waren wir eigentlich quitt. Ich entschloss mich, dem alten Aslan einen Besuch abzustatten. Hm. Na dann. Alter. Wo kommen diese Granaten? Kleiner Giftzwerg. Nimm das, du Widerling! Okay, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Du bist mein Held. Du bist ebenfalls mein Held. Alles klar. Hoffe, du hast keine Bleihalle. Alter, nein. Oh Gott. Der Typ echt. Du bist nicht die hellste Nuss, kann das sein? Nicht mein Tag. Wieso schmeißt der sein Schutzschild weg, wenn ich jetzt nicht die beste Waffe habe, mich gegen ihn zu schützen? Das leuchtet mir nicht so richtig ein. Ob ich es verstehen muss, ist eine andere Sache. Aber im Großen und Ganzen komisch. Gut, ja. Ich würde mal sagen, hier an dieser Stelle mache ich mal Schluss für heute. Und wir sehen uns dann wieder in der... Was? Wie hast du mich genannt? Eindringling? Ich gebe dir gleich einen Eindringling. Gut. Okay, die kann man nicht kaputt machen. Das sind die Sucher, die hier rumgehen. Alles klar, das war's für heute für mich. Und dann sehen wir uns im nächsten Stream wieder. Und bis dahin, vielen Dank fürs dabei sein. Ihr könnt noch ein Follow und ein Abo dalassen. Dann werdet ihr informiert, wenn ich wieder das nächste Mal streame oder ein neues Video hochlade. Und dann, ja, schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.